Und damit herzlich willkommen zurück in der Digital Deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Best of Three von Danke Merkel. You heard it here first. Denn tatsächlich ist dieses Game für die Leute, die gerade live zuschauen auf dem Twitch-Kanal, Link in der Videobeschreibung, kann ich nur jedem sehr ermutigen, mal vorbeizuschauen, wenn wir immer mittwochs um 19 Uhr live sind. Nochmal ein bisschen Werbung eingebaut. Perfekt. Check. Content Creator da sein, wieder gerechtfertigt. Das hat der Twitch-Chat. Sieht das jetzt hier gerade live, während es noch nicht veröffentlicht wurde für euch. Logischerweise wurde dieses Spiel auf Danke Merkels Kanal schon längst veröffentlicht. Und da könnt ihr generell die Spiele von Danke Merkel auch nachgucken, wenn ihr wollt. Ne? Also es ist relativ convenient, dann natürlich aus deren Sicht. Hoppala, ich mache hier mal kurz den Chat aus, die chatten hier gerade ein bisschen viel. Könnt ihr natürlich sehen, was sie in dem Spiel für Emotionen hatten. Zum Beispiel als, gut, das ist jetzt hier das andere Team gewesen, aber als diese Windturbine explodiert ist, ne? Und das zweite Mal explodiert ist. What is denn happening? Okay, wir stellen kurz unsere Teams vor. Ich versuche wirklich weniger Englisch zu reden. I'm trying, sagt er und redet Englisch. Auf der linken Seite Spiel Trommelwirbel, meine Damen und Herren. Team Danke Merkel mit Finn und Amburulo und sie spielen Sieb. Wir befinden uns auf oben und unten und wir haben auf der rechten Seite niemand anderen als Team Veterans. Eaton und Firework. Ich habe das Gefühl, das sage ich immer so, wenn ich die beiden introduce. Anyway, die spielen Spion und das wird ein sehr spannendes Matchup. Also Nukes immer, immer gut, um hier mal ein bisschen Stress zu machen, ne? Und gerade wenn du 400 Metall in diese Wand hier investiert hast, weil da zwei Windturbinen reingeklatscht sind. Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd. Ich zeige euch nochmal kurz, wer auf welcher Basis spielt. Wir haben oben links Ambu, Bottom Base spielt Finn, oben rechts Firework und 10 E10. Zack, bumm, rein. Der aktuelle Ranked Pool ist übrigens Vanilla, Stalaktiten, Pillar, Sledge Grab und Abyss. Ja, würde ich ja im Strahl kotzen bei Abyss, ne? Also da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ansonsten ist der echt okay, wenn man auf Pillars ein bisschen trainiert. Aber Abyss, boah. Egal, oben und unten, ne? Tolle Map, wirklich. Schöne 2v2 Map. Eine meiner Lieblings-2v2 Maps. Weil man eben oben und unten ist. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Du hast Standard, das ist cool. Du hast Stalaktiten, das ist ganz okay. Und dann hast du halt oben und unten die Kombination aus beidem. Und das ist dann halt so dazwischen. Und das ist halt auch sehr cool. Plus diesen kleinen Bonusboost, weil es irgendwie kombiniert ist. Also es ist dann wieder über Vanilla. Ach, keine Ahnung. Es ist einfach eine wunderschöne Map. Und ich liebe hier Pro-Gameplay zu sehen. Vor allem Sieb und Swarms. Wenn die Map ist sehr nah aneinander. Mit Sieb hast du mit der aktiven Fähigkeit schnellere Nukes. Und die klatschen halt wirklich rein. Was das Zeug hält. Und jetzt kommt erstmal der Paint. Ja, schöner Gedanke mit der Kreissäge. Am Ende des Tages reicht es leider nicht ganz um die Metallstrebe. Goddammit, wäre doch etwas consistent gewesen mit dem Sniper auf diese Metallstrebe. Dann wäre das gerissen. Wer weiß, was es verursacht hätte, aber das Metall wäre auf jeden Fall kaputt gegangen. Aber schöner Gedanke, ne? Mit einer Kreissäge und 4 Swarms da rein. Das macht eine Menge Damage. Windturbinen könnte man hier nicht holen, weil Firework für Backturbines gegangen ist, auch wenn die mehr oder weniger da reingekracht sind. Aber auch hier nochmal schöner Gedanke, mit den Swarms auf die Minen zu gehen. Das hätte man wahrscheinlich von Anfang an machen sollen. Das ist mir heute nämlich in der Aufnahme mit Finn passiert. Da habe ich sowas Mieses kassiert. Kreissäge hier rein, ich da noch nicht viel Verteidigung gehabt, nur so eine Viererbox. Kreissäge, alles weggesägt. Es waren nur 2 Swarms, actually 3 Minen weg. Bruder, habe ich mich umgeguckt. Aber mehr will ich nicht spoilern von dem Game. Da müsst ihr natürlich auf YouTube vorbeigucken, wenn ihr das sehen wollt. Das ist wahrscheinlich schon online. Vor diesem Cast hier. Ha, witzig. Weil ich versuche ja noch ein bisschen von meinem ESB, von meinem Lehrgang zu erzählen, wo ich an der Waffe ausgebildet wurde. Aber das ist halt, wenn du gegen Swarms spielst und dann 3 Minen verlierst, dann ist da kein Zuckerschlecken. Da kannst du nicht mal eben so Storytime machen. Das ist nicht just chatting so, you know. Anyway, wir konzentrieren uns wieder aufs Spielen. Wir haben hier oben eine schöne, schöne Flak, die den Winkel hier nach unten hat, aber auch nicht wirklich ganz nach unten. Also, sieht sehr interessant aus. Ich glaube, der Sniper hier hätte wahrscheinlich keinen Winkel. But I'm not quite sure. Am Beach. Ach mein Gott, wie oft habe ich den schon gebracht? Gleichzeitig, ne, hier unten die Flak, die hier so ein bisschen Winkel nach oben hat. Damit die Mates sich so ein bisschen gegenseitig absichern. Gleichzeitig hast du hier den Vorteil, dass die Waffen nicht rausgesniped werden können. Ne? Das ist das Wunderschöne. Und hier, man hat hier einen Winkel auf eine Mine mit dem Sniper, aber jetzt kommen erstmal ein paar Nukes. Ein paar Swarms und ein Nuke vor allem. Ne? Man hat die Flak gebaitet, aber die schafft es hier dann doch tatsächlich irgendwie
die Nuke noch rauszugeben. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber gleichzeitig hat Firework seinen gesamten Woodspam verloren, ne? Das ist gerade alles abgekracht durch eine Kreissäge. Das ist eine Menge Metall, das da reingeflossen ist. Munitionsfabrik jetzt fertiggestellt, aber wir sind auch weit entfernt von der Cannon. Genauso hier unten auch eine Munitionsfabrik. Und das, obwohl sie Spion sind. Sie wussten von Anfang an, was kommt. Und deswegen konnten sie auch direkt für die Waffenkammer gehen, aber... Ja, am Ende des Tages ist nicht viel mehr passiert. Hier oben hat man die Waffenkammer verkauft, also hat man keine Flak mehr. Man hat nur noch jene Flak stehen, aber was willst du mit dieser Flak? Also ja, die kann jetzt da oben hinschießen und ja, okay, das ist, I see the point, is actually very, very nice 1-pound fish. Oh mein Gott, ja. Das habe ich ja komplett aus den Augen verloren. Very, very nice 1-pound fish. Junge. Muss ich mir nochmal angucken, den Clip. Um die Waffen zu verteidigen. Ja, ist sehr nice, die Flak hier, falls die Nuke sich da oben drüber schlängelt. Jetzt kommt erstmal wieder ein weiteres Nuke-Gerät. Und das wird wieder abgewehrt. Aber das von der Top-Base hier, von Amburulo, ist durchgekommen. Ah, ist ein bisschen Damage, ist Eco-Damage. Delayed am Ende des Tages natürlich einfach die Cannon bei Firework. Der hat hier nur 600 Metall gerade zur Verfügung. Eaton ist auf 1K mittlerweile, brauchen aber noch ein bisschen Strom. Aber er will sowieso nur noch eine Cannon platzieren, denn Howie hat er schon. Also da kommt jetzt einiges. Man hatte auch die aktive Fähigkeit kurz zur Verfügung, konnte sich ein paar Ressourcen zusammenklauen. Gleichzeitig hat aber auch Danke Merkel jetzt die aktive Fähigkeit zur Verfügung. Aber die nutzen sie gerade nicht für den aktuellen Paint. Da kommen wieder zwei Nukes, zwei Swarms. Eine kann abgewehrt werden, eine Nuke. Aber die nächste kommt durch, aber ja, fliegt auch absolut unglücklich. Ich glaube, hier muss man mit mehr Kreissägen arbeiten. Also wirklich hier so drei Kreissägen rein, was unfassbar viel Energie kostet. Gut, die Sandsäcke sind jetzt ziemlich Hardcounter. Verzeihung. Aber da ist kein Metall mehr. Also da ist literally zero Metall. Zero. Und hier kommen erstmal ein paar Upgrades der Economy. Drei Minen auf einmal, ne? Und hier oben gut Windturbine am Start. Jetzt kann man aber erstmal nicht painten, weil das hat auch eine Menge Energie gekostet. Der ganze Spaß. Firework mittlerweile auch mit einer Cannon am Start zum Viertel fertiggestellt. Also es dauert noch ein bisschen, bis der Mann hier einsatzbereit ist. Aber der Howie, der ist gleich soweit. Und der könnte schon relativ kritisch treffen. Ne? Hier rein, Sniper raus. Der ganze Druck ist aus dem Game genommen für Team 2. Weil die Nukes nicht mehr gepaintet werden können. Und natürlich die beiden Kreisigen, die da rumsitzen, würden wahrscheinlich auch nur explodieren. Jetzt kommt das nächste Paint-Spektakel. Inklusive Kreissägen, Action und eine Nuke, die wirklich tief hittet. Der Howie geht raus. Eaton ist aus dem Spiel genommen. Die Nuke schlängelt sich durch den Woodspam, durch die kleine, aufgeklaffte Lücke der Kreissägen und der anderen Swarms und Nukes. Und das reicht, um die ganze Aufhängung zu lösen. Und Eaton stürzt in den Abgrund. Beziehungsweise explodiert noch in der Luft, aber der Rest seines Forts stürzt in den Abgrund. Natürlich sind die Minen noch am Start. Firework verbindet sich sofort, um die Economy zu nutzen. Aber da kommt jetzt auch schon das nächste Nuke-Gerät. Er hat jetzt hier keine Protection mehr von seinem Mate. Und damit kommt das Gerät durch. Gut, jetzt wirkt jetzt nicht so spektakulär. Fair enough. Aber trotzdem wäre very nice. 1-Pound-Fish. Ja, die Minikanal jetzt richtig gut eingesetzt von Amburudo, ne? Da musst du jetzt Druck machen auf die Economy. Lass ihn sich gar nicht erst aufbauen. Halt ihn hier konstant unter Druck. Und da kommt das erste Cannon-Gerät und da muss sofort ein Schild nachgezogen werden. Das macht Ambo auch. Der hat ja noch kein einziges Stück Metall geflotet. Firework mittlerweile schon 920 geflotet, aber gut, der hat jetzt ja auch ein bisschen mehr Ökonomie am Start, die er verwalten muss. Und das Metall musst du auch erstmal wegstecken irgendwo hin. Gerade, ja, macht der plus 48 Metall. Das ist schon relativ strong, ne? Das ist schon, damit kann man leben. Kreissäge, ja, wunderbar. Flak weggesägt, da kommt das nächste Nuke-Gerät. Um hier nochmal bei den Minen aufzuräumen. Oh, ja, kurz die Absprache nicht ganz gestimmt. Nächster Cannon-Shot und das sind drei Windturbinen. Und das tut jetzt ein bisschen weh. Das delayed Amurulo ein bisschen. Der hat jetzt weniger Stromproduktion. Da kommen nochmal drei Mörser, aber die Flak da hinten, die ihr ganzes Spiel lang bisher unnötig gewesen war, macht endlich mal ihren Job und verteidigt Firework so ein bisschen. Aber die Nuke schlängelt sich hier unten durch, ne? Zwischen Terrain und Woodspam. Terrain. Und Woodspam kommt das Nuke-Gerät und nimmt fast die Stability-Tech-Mate. Zum Glück nicht ganz, aber Ambu ist am Start und verteidigt Firework gegen seine eigene Nuke. Sehr löblich von dem Mann. Will das Spiel hier noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit es nicht ganz so peinlich für Team Veterans wird. Ja, Eaton relativ schnell rausgenommen. Aber es war auch, naja, es ist halt Sieb, ne? Und Nukes. Also damit musst du halt auch mal Glück haben. So hier nochmal die Flagge baitet und dann die schweren Mörser hinterher, während Firework wieder das Schild rausnimmt.
Und Ammo-Replay ist das einfach, ne? Der hat gerade die Ressourcen, mittlerweile 3 Superminen, das ist super entspannt. Auch Finnland 3 Superminen. Also die Boys haben gerade ganz gut Ressourcen und natürlich auch den Druck auf der Map. Firework muss sich schon was einfallen lassen, um sich hier irgendwie zu verteidigen. Ich glaube, ein paar mehr Gunner wären, glaube ich, einfach nicht schlecht. Gerade so hier weiter unten, wo Ambo gegebenenfalls mit seinen Minigunnern nicht hinkommen würde. Vielleicht auch gedort oder mit einem Trench. Aber das kostet halt alles unglaublich viel APM, während du noch deine Waffen bedienen musst und darauf achten musst, nicht zu sterben. Also es ist schon eine Mammutaufgabe, die dem lieben Firework hier aufgebürgt wurde. Und da kommt das nächste Nuke-Gerät mit schweren Mörsern. Eins wird kaputt gemacht, das nächste connected auf den dicken Woodspam. Aber das reicht am Ende des Tages noch nicht, ne? Jetzt nochmal schön die Flak unten weggesägt. Aber da müssen zwei Nukes relativ zeitversetzt aufeinander aufschlagen. Und vielleicht sollte Ambu nicht die ganze Zeit die schweren Mörser von seinem Mate hier rausballern. Aber gut, am Ende des Tages macht das jetzt auch nicht wirklich viel Unterschied. Ambu da, nee Quatsch, Finn, ein bisschen zu verfrüht geschossen mit seinen schweren Mörsern. Die Flak hatte da noch eine Salve, mit der sie schießen konnte. Und hier kommt nochmal der Bait und, boah, ja, ein bisschen flacher, so kommt man da schon eher durch. Es ist am Ende des Tages echt gar nicht so viel Economy-Schaden, ne? Die Kreissägen sind da, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel effektiver. Einfach nur, weil es auch viel APM kostet, das wieder aufzubauen. Das, was die drei Mörser da kaputt machen, ist relativ entspannt. Und jetzt kommen 4 Nukes und das, meine Damen und Herren, ist hier noch nicht das Ende für Firework. Wieder alle erwarten, es werden die Minigunner sein, denn der Can ist offen und damit GG. Ich nehme alles zurück. GG an Dankemerk. GG an Dankemerk. Die ihr den Sieg holen. Ersten Game von Best of 3 gegen Team Veterans und ja, wir können gerne nochmal kurz reingucken, ne? Ich bin ja schon im Replay. Die 4 Nukes, ne? Man sieht es hier, glaube ich, ganz gut, was es bedeutet, Nukes leicht versetzt zu painten. Dass die einfach nicht gleichzeitig einschlagen, weil dann machen sie richtig, richtig viel Schaden. Firework versucht sie hier nochmal aufzubauen, aber das Ganze klappt nicht so ganz wirklich, ne? Kern ist hier offen und der AP-Sniper reicht tatsächlich schon um den Kern. Der macht auch nicht viel Schaden am Kern. Warte mal, wie viel hatte er noch nach den Minigunnern? 25%. Und das ist actually ein AP-Sniper-Schuss, so wie es aussieht. Ja, was soll ich sagen, liebe Leute? Starkes Spiel von Danke Merkel, 1:0 und wir gehen rein ins zweite Game. Und da sind wir wieder live im nächsten Spiel von Best of 3 gegen Veterans. Ich sag fast schon so, als würde mir der Kanal Danke Merkel gehören. Nein, es ist Danke Merkel gegen Veterans. Seiten sind gleich geblieben. Auf der linken Seite spielt Danke Merkel rechts Veterans und wir haben Finn diesmal aber top und Ambu bottom und Ethan top und Firework bottom. Wisst ihr Bescheid? Phantom gegen Sieb. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Was Danke Merkel hier aufs Spielfeld bringen wird, weil Phantom ist ja schon, ja, wie gesagt, ich habe es im letzten Cast schon mal erwähnt, die machen oder die haben Phantom wieder salonfähig gemacht. Ja. Und hier hat man gefettfingert. Och nö, Jungs. Mach doch nicht diesen. Oh nein. Das Problem ist, du hast mit Phantom von Anfang an deine aktive Fähigkeit bereit. Das ist absolut useless für die ersten 2-3 Minuten. Und es besteht dann eigentlich nur die Gefahr, dass du die aus Versehen drückst und dich verrätst, was du bist und was du vorhast. Jetzt bleibt den Spielern links eigentlich nichts anderes übrig, als keine Magna oder sowas zu spielen. Das würde ich aber wieder feiern. Also das wäre hier ein richtig guter Tech-Shift. Oder vielleicht einfach eine falsche Tech anzeigen. Aber ich glaube, auch das riechen die Gegner hier. Weiß ich nicht, schauen wir mal. Aktuell gehen beide erstmal Laser einfach. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt hier dann einfach nur ein Tech-Shift war, weil man sich verraten hat oder ob das geplant ist. Aber was versucht man denn dann mit Phantom? Ha, ja, okay, wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht haben sie da was Neues ausgepackt. Ja, Veterans hier mit Sieb am Start, auch Vanilla ein sehr starker Commander. Das wird jetzt natürlich unangenehm werden für Team Danke Merkel, ne? Ich weiß nicht, ob das in Reihenfolge gespielt ist, ob das das erste, zweite oder dritte Game ist. Und ob sie sich jetzt gedacht haben, hey, das hat eben bei denen funktioniert, jetzt machen wir es auch. Oder ob das andersrum war, das kann ich euch leider nicht sagen. Steht aktuell 1:0. Und wenn ich wissen will, ob das dritte Spiel
dritten Spiel ist oder nicht, der guckt am besten jetzt nicht nach. Ne? Da ist eventuell ein Spoilerschutz, falls es kein drittes Spiel geben sollte. Dass ihr Bescheid wisst. Ne? Ich glaube, mittlerweile hat sich jeder dran gewöhnt. So oft, wie ich das jetzt immer gesagt habe. Ja, die Swarms, die tun weh. Ambu verliert eine Mine und die andere muss repariert werden. Und da kommen jetzt nochmal Swarms hinterher. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das nicht kommen gesehen hat oder ob Ambu einfach die Stelle vergessen hat. Und ja, das hätte ganz, ganz kritisch ausgehen können, ne? Ganz ehrlich. Ambu hätte da gerade fast sterben können. Jetzt nochmal der Paint auf die Windturbinen, die natürlich auch noch alle rausgehen, weil Swarms einfach krass stark sind. Und wenn man da nicht sowas wie Finn hier in die Richtung baut, was aber auch relativ ressourcenintensiv ist, weil du schon den Boots bei mir vorne haben musst und Stability Tech und überhaupt und so, dann verlierst du deine Windturbinen gegen Swarms, ne? Das ist, it is what it is. Ja. Wir haben jetzt bei beiden Spielern eine fertige Fabrik, aber mehr auch nicht. Während rechts ganz entspannt das Upgrade Center durchläuft, beziehungsweise bei Top Base noch nicht, da braucht es noch ein bisschen. Dafür hatte man die Kreissäge am Start und auch hier, Mensch, Ethan, was ist denn da los? Nicht geduldig genug gewesen. Auch Finn verliert eine Mine. Das verstehe ich bei ihm generell nicht. Warum verkauft er diesen Metallbalken und setzt da eine Mine hin, wenn da noch ein Slot frei ist? Warum? Verstehe ich nicht. Das macht er irgendwie immer. Das ist irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Warum, Finn? Warum? Why are you doing this? Ja, Upgrades sind aber Ethan jetzt auch mittlerweile am Start, ne? Er hat hier Finn Windturbinen, jawohl. 4 Windturbinen und eine Kreissäge. 2 Windturbinen, das sind relativ wenige bei Firework. Der holt sich jetzt auch das erste Upgrade. Das relativ spät sogar, würde ich behaupten. Er hat hier zweimal schon mit den Swarms geschossen. Also, wenn du es durchtaktest, dann schießt du einmal und upgradest danach sofort, ne? Wenn alles gut läuft. Jetzt kommt hier nochmal das Swarm-Gerät, das hier den Sniper rausnehmen soll. Das schafft es aber nicht ganz. Von daher alles entspannt für Finn. Verliert aber trotzdem... Also... But how? Wo ist denn... Ist die hier durch? Und dann... Hey, ich verstehe es nicht. Swarms, goddammit. Warum sind die so busted? Warum nehmen sie da noch ein Windrad raus? Das, also... Ja, was willst du tun, ne? Du kannst so viel Sandsäcke spammen, wie du willst. Am Ende des Tages verlierst du einfach eine Windturbine. It is what it is. Ah, schönen Snipes von Finn, ne? Hier ein bisschen aufräumen bei den Gegnern. Metall ist bei Veterans knapp. Die haben nur 4 Minen. Klar, da kommt jetzt eine Supermine. Und warum auch immer hat Firework nur 3 Minen. Was ich gar nicht nachvollziehen kann bei einem Sieb-Gameplay. Aber am Ende des Tages ist das der Ist-Stand. Und da kommen auch nochmal 2 Swarms. Und da wird bestimmt der Sniper rausgehen. Ne, der überlebt es wundersamerweise. Und diesmal auch die Windturbinen. Heureka, meine Damen und Herren. Aber wir haben immer noch keine Laserwaffen an Start bei beiden Spielern. Ambu hat die Storages nicht. Jetzt kommen die Storages, ne, als würde er zuhören. Und bei Finn, ja, da braucht es einfach noch ein bisschen. Und es braucht vor allem auch die Ressourcen. Gleichzeitig hat man sich bei Ambu erstmal die Waffenkammer geholt, sich ein bisschen defensiver aufzustellen. Ne? Du brauchst einfach die Flak. Wenn beide Spieler Swarms Nuke gehen, dann brauchst du eine Flak. Sonst kommst du einfach nicht klar auf dein Leben. Denn nur mit Kanonen kommst du einfach nicht durch. Die sind auch zu einfach auszuschalten für die Gegner. Man braucht immer diese Kombination aus Gunner und Flak. Und selbst das kann dich immer noch mal scammen gegen Sieb Nukes. Ja. Sie haben ihren Matchpunkt letztendlich. Ne? Also danke Merkel steht natürlich unter Druck. Dadurch, dass sie ihre Commander-Fähigkeiten ein bisschen verraten haben. Und damit auch, welcher Commander sie sind. Hat das Game, glaube ich, eine Wendung genommen, die die beiden Jungs gar nicht nehmen wollten. Aber sowas passiert halt mal, ne? Wenn du aus Versehen auf T kommst, wenn du reparieren willst oder sowas. Ja, passiert. Eine Swarm. Um mal zu gucken, was sitzen da an Gunnern. Nicht wirklich viel. Also Ethan, rein mit der Nuke. Und da kommt auch schon das erste Gerät. Ein Gunner muss es richten, aber am Ende des Tages sitzt da noch eine Flak. Die schafft es leider nicht. Und damit kommt die Nuke durch. Ein bisschen angehittet. Taumelt sie aufs Fort von Finn. Er verliert seinen Sniper und kriegt auch eine Menge Damage, ein bisschen Core-Schaden, 50%, ain't much, aber ja, also gegen Nukes zählt eigentlich jedes Prozentchen, das du irgendwie verteidigen kannst, ne? Am Ende des Tages. Und Firework wäre jetzt auch einsatzbereit und da kommen sie auch mit der aktiven Fähigkeit. Zack, Swarms reingepainted, Gunner und Flak gebaitet und jetzt Eat nochmal mit der Nuke, die wieder durchkommt und das nimmt einiges an die raus bei Finn. Gleichzeitig die Nuke von Firework kracht in den Woodspam von Ethan.
Das ist halt immer so die Sache bei Vanilla, ne? Du kannst echt nicht viel Verteidigung hier bauen, weil da sonst die Nuke reinkracht. Da muss Eden jetzt ein bisschen umbauen. Jetzt geht das Sniper-Battle los. Und einen kriegt man, aber dann verliert man auch schon wieder einen. Finn's Fort ordentlich am Wackeln gerade. Das wird echt spannend zu zielen. Jetzt kommt der nächste Paint. Eden und Firework. Beide gleichzeitig mit den Swarms und der Nuke. Die eine wird abgewehrt. Manuell neuer. Durch den Minigunner. Durch welchen Minigunner? Hä? Sogar ein Mini. Da war ein Minigunner. Hör mal. Ist der kaputt gegangen? Vielleicht war es auch nur ein Gunner und ich bin schon viel zu lange auf dem Bein, meine Damen und Herren. Wir werden es nie erfahren. Ja, hier haben wir mittlerweile den Plasma-Laser auf der Top-Basis und auch bei Ambu haben wir schon Plasma und bald einen Feuerlaser am Start. Das ging schneller als gedacht, dafür, dass er sich noch die Tech geholt hat, actually. Gut, Finn hat auch ein bisschen mehr kassiert, ne, klar. Und da kommen auch schon wieder zwei neue Nukes, die auch noch auf ihn zutauben. Und die eine wird aus Gründen durch die Flak nicht abgewehrt, denn die sind manchmal einfach drunk. Es ist einfach so. Und Finn kassiert das nächste Nuke-Gerät. Muss jetzt ja gucken, dass er irgendwie die Waffen rauskriegt. Er hat auch... Doch. Feuerlaser ist schon längst am Start. Ich bin einfach nur blind. Ambu hat ein bisschen länger gebraucht. Already. Plasma ist jetzt hier am Start. Da kommt auch das nächste Swarm-Gerät, aber noch keine Nuke. Trotzdem beide Flags gepainted. Gebaited. You've got gebaited. Und jetzt kommt der Baitmörser. Ja, das wird natürlich auch unangenehm werden, ne? Da macht man sich unsichtbar. Phantom wird hier das erste Mal eingesetzt. Die Waffen werden hochgemoved. Und wo kommt jetzt hier die Feuerlaser-Plasma-Action, meine Damen und Herren? Beide Nukes konnten abgewehrt werden. Man frisst sich hier oben durch Ethan's Woodspam, aber da ist relativ viel Metall und man ist auch sich nicht ganz eins, worauf man jetzt letztendlich schießen würde. Ambu versucht es hier unten, Finn weiter oben. Und hätte man einfach den Kern fokussiert mit beiden oder allen drei Waffen, dann wäre es das gewesen. Dann wäre Ethan wieder raus gewesen. Es kann manchmal so einfach sein. Schade aber auch. Logischerweise denkst du, okay, ja, vom Kern, den will der Gegner schützen, da hat er wahrscheinlich mehr. Dementsprechend konzentriere ich mich auf hier unten, gerade auch, weil hier dünn ist. Aber ja, Eden weiß natürlich, dass er dünn ist und baut da mehr Metall rein. So smart, wie er halt einfach ist. Da kommt das nächste Nuke-Gerät. Das würde auch getroffen und abgewehrt. Also alles entspannt. Aber die Swarms, die sich dann immer wieder daraus entfalten, die tun halt einfach dauerhaft weh, ne? Finn steht hier unter dauerhaftem Beschuss, muss immer wieder Anti-Air replacen, verliert immer wieder Gunner. Und das nächste Nuke-Gerät kommt einfach mal eben so durch. Ja, just like that. Gut, war, glaube ich, mit Aktive auf der rechten Seite. Aber ja, die Flak... Weiß ich nicht. Hat geschlafen oder wurde manuell daneben geschossen? Zum Glück können sie die Waffen hier verteidigen. Ja, ist sogar ein schwerer Mörser. Okay. Firework, calm down, ja. Ein einfacher zum Baiten hätte auch gereicht. Ja, die Waffen werden hier gehalten. Ah, schön gemacht von Ambululo. Lässt sich die Dinger hier auch nicht wegsnipen. Ah, Finn verliert ein, zwei Gunner, aber alles im Rahmen des Möglichen. Da kommt jetzt halt die Fabrik und das, wenn da ein Feuerlaser auf der rechten Seite ist, dann spätestens dann wird es echt, echt eng. Plasma-Laser genommen, um die New Gap zu werden. Wunderbar, Wunderbärchen. Very, very nice. One-Pound-Fish. Jetzt sage ich es wieder 80 Mal, weil ich es wieder für mich entdeckt habe. Freut ihr euch? Ich glaube, ich mich nicht. Anyway. Beide Waffen haben jetzt gerade geschossen, aber den Feuerlaser hinterher, ja, einfach auf den Stand, sagt ja, warum denn auch nicht, ne? Keine Energie am Start bei Finn gerade. Aber man kann es ja trotzdem mal probieren, ob man da irgendwo durchkommt. Windturbinen sind stark angeschlagen bei beiden Spielern, Energieproduktion allgemein. Rechts sieht das Ganze relativ clean aus. Und da ist jetzt natürlich das Problem, dass beide für die Fabrik gegangen sind, denn sie können die Energieproduktion nicht angreifen. Und ich glaube, da, oh, schön, ne? Da kurz Plasma einmal angehalten, mehr Energie war nicht da und Nuke ist ins Fort von Ethan gekracht. Und die Nuke von Firebird konnte abgewählt werden. Hier nochmal den Plasma-Laser. Jetzt schön eingesetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das Schild war am Reparieren oder ist kaputt gegangen durch die Nuke-Explosion. Und solche Winkel muss man dann natürlich nutzen. Und das macht Ambu hier relativ gut, indem er da mit dem Plasma einmal reinhaut und vier Windturbinen rausnimmt. Und das ist halt einfach die Schwachstelle von Sieb. Denn du brauchst mit Sieb aufrechten Druck. Ja, also richtig schön immer weiter rein. Und wenn du keinen Strom hast, geht das einfach nicht. Also musst du gegen Sieb seine Windproduktion angreifen und als Sieb die so gut wie möglich verteidigen. Aber es ist immer schwierig, weil du halt auch weniger Ressourcen als Sieb hast. Aber im jetzigen State of the Game ist es relativ simpel für Veterans, hier ihre Energieproduktion verteidigen. Deswegen der Fehler von Danke Merkel, beide für Laser zu gehen. Aber wenn sie jetzt hier nochmal mit Feuer und Plasma reinhalten, aber es ist leider nur der Plasma, der bei Ambu kommt. Weil der Feuer irgendwann mal kaputt gegangen ist, so wie es aussieht. Ach, es sind zwei mittlerweile sogar schon. Aha. Ja,
zwei Plasma-Laser, okay. Weiß ich nicht. Das ist, da kostet eine Menge Strom, ne? Also, und ist, glaube ich, auch nicht so effektiv wie Feuerplasma einfach, ne? Am Ende des Tages kommt hier fast wieder ein Nuke durch, die schon wieder ein, zwei Gunner rausnehmen. Und es ist dieser resistente Schaden, nein, permanente Schaden. Kurz Wortfindungsschwierigkeiten. Dieser permanente Schaden, den Sieb halt einfach hat mit diesen aufploppenden Swarms und sowas, die einfach wehtun, ne? Hier, flack. Sie schafft's, aber at what cost? Noch sehen wir die Reparatur nicht. Ich würde jetzt gerne weiter drauf gucken, damit ich es mitkriege, wenn sie repariert werden würde. Ah, nee, ist aktuell nicht. Er will nicht reparieren. Er will einfach nicht. Ist ja auch okay. Ding, dong, bumm. Na gut. Kann man mal machen, muss man nicht, ne? Unlucky. Oder auch gut gesehen von Eaton. Ja, wunderschön, ne? Was nicht von den Anti-Air-Geräten abgewehrt wird, wird dann gegebenenfalls durch den Plasma-Laser abgewehrt. Aber am Ende des Tages schafft es dann doch nochmal so ein kleines Nükchen durch, ne? Und dann sind da auf einmal nackte Windturbinen, die da stehen. Und wenn man jetzt langsam Plasma-Laser zur Verfügung hat, dann wäre das ganz schön unangenehm. Wäre dann für Team Danke Merkel. Veterans machen das hier sehr stark. Hauen immer wieder ihren Schaden raus. Haben die Energieproduktion dafür. Wobei auch Firework hier, glaube ich, ein bisschen zu wenig hat, um konstant zu schießen. Der könnte mal ein paar Super-Turbinen gebrauchen. Oder aber auch hier noch eine weitere. Ich weiß aber nicht, ob die da hinpasst. Wahrscheinlich nicht. Da kommen jetzt nochmal Swarms und zwei Nukes. Plasma-Laser ins Nichts. Aktive Fähigkeit. Die Dinger sind zu schnell, um abgewehrt zu werden. Eine wird, aber das reicht nicht. Der Kern fällt. Und er fällt auf Dankemerk. Nein, der ploppt einfach weiter runter. Was ist das? Um ein Haar verfehlt der Kern von Finn. Seine Main Ambrolo. Und explodiert einfach stylisch vorm Fort, anstatt mittendrin. But how? Der bounced einfach weiter und der Plasma-Laser hier oben, der im Bau war, kann weggesniped werden, weil er einfach offen steht. Und dadurch, dass er Schaden bekommen hat, wird er leider sichtbar. Ansonsten wäre er unsichtbar gewesen. Oh mein Gott, ich habe ein Mikrofon angespuckt. Junge, Junge, Junge. Zwei Nukes krachen da rein. Plasma-Laser fällt runter. Ambus Ford reißt auseinander. Und Finns Ford. Und damit ist Ambo auf sich allein gestellt. 42% durch die nächste Nuke. Und ja, Veterans holen hier jetzt alles raus, ne? Da kommt das nächste Nuke-Gerät und das schlängelt relativ bedrohlich auf den Kern. Und sagt Sayonara, Amorulo. Wunderschönes Game von Veterans. Auch ein bisschen lucky natürlich, weil das Sieb-Gameplay ist, ne? Am Ende des Tages, aber wir müssen uns... Ach, ich bin ja schon im Replay. Meine Güte, wann lerne ich es denn einmal? Wir müssen uns unbedingt den Kill auf Finn angucken. Das ist ja der einfach, also, das ist ja, nee, du, hör mal. Also, da kommt der Pain, ne? Geh ein bisschen langsamer rein. Ich gehe mal auf ihn. Plasma-Laser verfehlt leider beide Nukes. Da kommt das erste Gerät. Das wird sogar noch abgewehrt, aber relativ close. Ne? Die Swarms spread noch ins gesamte Fort hinein. Die zweite Nuke kommt durch, zerstört den Turm. Und wir verschnellern das Ganze wieder ein bisschen. Der ist dadurch so instabil, dass er leider in sich kollabiert. Nein, 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 nein. Das ganze Fort löst sich einfach auf. Ja, insane. Und der Kern wird mitgerissen vom Vorbau. Und kracht auf Amorulo. Aber erstmal muss tatsächlich alles kaputt gehen. Und das lässt den Kern hier so ein bisschen bouncen. Und hier ist nochmal genug, dass er sich so ganz knapp über die Kante rüberschiebt. Und erst da unten explodiert. Halleluja. Es hat am Ende des Tages nichts geändert, natürlich. Aber das war dann schon sehr wild und sehr stylisch. Wir gucken uns nochmal das Spektakel an, ne? Finn mit dem Plasma-Laser wollte die Nuke abwehren. War etwas zu spät und etwas zu hoch. Die taumelt, dippt leider nicht tief genug. Die dippt nicht hoch genug. Es ist einfach Drama. Drama, Baby, Drama. Die fast noch reingedippt, aber auch eher nur so, um zu taunten und zu sagen, nee, Bro, doch nicht. Gar keine Lust, Mann. Und schlängelt sich hier wieder durch 8 Milliarden Gunnerschüsse durch. Erst der hier schafft es, das Ding auszuschalten. Ne? Wir verlangsamen nochmal auf 1/64. Nuke kommt hier durch und ich bin mir nicht ganz sicher, was hier passiert. Also ich glaube, hier ist was gebrochen. Aber warum? Bumm. Die Nuke explodiert. Hier ist noch alles heile. Ich kann mir nur vorstellen, dass durch den Druck des Turms, der hier so ein bisschen nach vorne geliehen ist,
hier irgendwas reißt. Wir machen mal einmal ein bisschen schneller. Und wir beobachten, wie so ein Jäger ein Reh beobachtet. Gucken wir zu. Sagt Bescheid, wenn ihr seht, dass eine Strebe reißt oder droht zu reißen. Noch ein bisschen schneller. Es wackelt, glaube ich, ne? Und da ist durchaus... Also hier geht was kaputt. Das verbrennt. Weil das auch nicht gelöscht wird. Aber was passiert dann? Jetzt jukt es so ein bisschen nach vorne, ne? Jiggelt. Und dadurch reißt, glaube ich, diese Strebe hier. Naja, doch, die, ja, die ist gerissen. Und damit zieht es das alles viel weiter nach unten, weil das die stützende Strebe war. Dann reißt diese Strebe hier. Und dann reißt hier so langsam aber sicher die ganze Stability-Tech ab, weil hier einfach zu viel Gewicht ist, ne? Die Sandsäcke, die Gunner und sowas, die Türen, das ist relativ weit vorne. Und dann rauscht das alles ab und löst den Kern regelrecht aus dem Ford raus, pellt ihn wie so eine Kastanie aus der Schale. Der Kern slippt hier so unfassbar krass knapp über die Kante. Das ist schon da. Also, meine Damen und Herren, once in a lifetime. Bauen Sie noch einmal kurz ab. Weil da noch eine Holzstrebe war. einfach zu genial. Und damit gehen wir rein ins dritte, denn es steht 1:1 und es ist noch alles offen für beide Teams. Bis gleich. Und damit sind wir im dritten Game angekommen. Tada! Kein Spoiler-Bildschirm. Nein! Es ist das dritte Game von Veterans gegen Danke Merkel oder umgekehrt. Ich bin sehr gespannt. Es ist für beide Spiele alles offen und wir sehen Warzenschwein gegen Adlerauge. God damn it, Alter. Adlerauge. Das könnte böse enden. Das sieht man nicht kommen. Wer weiß. Na gut, die Gegner wissen, dass Adlerauge theoretisch kommen könnte. Herr Gliedermann, grüß dich. Freut mich, dass du deinen Laptop hochgefahren hast oder deinen PC eingerichtet hast. Ich habe das im Discord mitbekommen. Ich habe es gerade nicht mehr ganz auf der Pfanne, aber schön, dich hier zu sehen. My man. Hallo. Wo war ich denn geblieben? Genau. Ja, werden wir mal gucken. Eagle Eye kann einen kalt erwischen, aber sie wissen halt, was kommt, theoretisch, weil sie die Commander-Auswahl der Gegner kennen. Na, jeweils 3 Commander werden ja gepickt in der Force Pro Liga über ein Pick-und-Man-Sheet. Und auch 3 werden gebannt. Von daher, ja. Oder nur einer? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, es wird nur ein Commander gebannt. Ja, sorry. Einer pro Team wird gebannt. Nicht 3. Das wäre krass. Das wäre, ja, da würden wir ja nur noch Feuerbirds und sowas sehen. Und Schockenhaus und Hurricanes. Das würde Ledur freuen, aber ja, ist leider nicht so. Wir gehen rein. Veterans. Wieder mit Swarms. Und später Nukes am Start. Top Base, Firework. Geht erstmal für einen EMP-Launcher, so straight up, ohne es hier 2 zu holen. Interesting. Ich zeige euch nochmal kurz, wer auf welcher Position spielt. Firework Top Base, Eaton Bottom Base, Finn Top Base, Ambrulu, Ambululu, Ambulu, auf Bottom Base. Wir haben das erste EMP-Gerät, aber das ist ein Gunner am Start, aber der trifft natürlich nichts, ne? Also, es wurde mal getestet, so ich glaube, auf 100 EMPs trifft ein Gunner so ca. 50% das erste Mal, nachdem er gebaut wurde. Mein Eindruck ist aber, der trifft beim ersten Mal immer nicht und beim zweiten Mal dann immer. Aber ist mein Eindruck. Und ich glaube nicht, dass es stichhaltig ist, mein Eindruck. Anyway. Also, ja, also Swarms sind halt echt brutal. Oder schon wieder Nukes. Und gerade auch mit Warzenschweine. Die fliegen einfach mit der Passiven dauerhaft einfach 20% schneller. Die haben einfach mehr Schubkraft als Passive mit Warzenschweinen. Und mit der Aktiven machen sie nochmal mehr Schaden. Wer hat sich denn das ausgedacht, dieses Design? Also es ist wirklich ein guter Nuke-Commander, Warzenschwein. Muss man ehrlich sagen. Ich meine, sie ist, glaube ich, schon besser. Aber Warzenschwein kommt direkt danach. Keine Frage. Und dann kommt wahrscheinlich Pinch. Wenn du einfach schneller bist. Ja, da kommen die nächsten Swarms. Oder die ersten, besser gesagt. Plus ein EMP-Gerät, um den Gunner ein bisschen zu baiten. Und das ist der Köln. Oh, Schabada, da haben wir dabei.
Hat er da was? Oder hat er da noch was? Nee, da hat er da nichts mehr. Da war ja gar nicht klar, dass er da war. Ne, versteht ihr, wie ich meine? Hat er da was, was sonst keiner hat? So. Was hatte du da, meine Damen und Herren? Das war's für Finn. Tragic. Einfach tragic. Der Gunner vorm Kern öffnet die Türen für die Swarms und die denken sich, hahaha, Bruder, FBI open up. Brr, bum, bing. Und dann ist der Kern kaputt. Ja, so ungefähr hat das gemacht, ja. Könnt mich gerne zitieren. Ja, Ambo hat jetzt noch einen Plasma-Laser im Bau. Ich wünsche dir viel Glück, Minion, gegen Eden und Firebird im 1v2. Aber ja, also wenn du jetzt nicht luckily einen der beiden Spieler rausnehmen solltest, also wenn das Ding fertig wird und die Kreisliga noch da ist, du hast einen App, ja, fühle ich, aber that's not gonna happen, you know. Also wenn die jetzt ansatzweise mit Verstand und zwei Händen auf der linken Seite spielen, dann hat hier Ambo eigentlich keine Chance mehr, ne? Da kommen jetzt sogar nochmal Swarms und das könnte sogar unangenehm werden für den Plasma-Laser, aber nein, alles entspannt, ruhig, Brauner, ruhig. Sitz. Aus! Ja, alles völlig entspannt für Ambu, der holt es hier noch, das dritte Game. Oder das erste, ich weiß es ja nicht, vielleicht kasse ich das auch in der völlig falschen Reihenfolge. Aber sieht schlecht aus, ne? Es sieht leider schlecht aus, danke Merkel. Ärgerlich, ey. Da wird sich Finn ordentlich aufgeregt haben. Und ich kann nur noch mal wieder betonen, schaut gerne bei den Jungs vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Irgendwo bestimmt verlinkt. Und sonst sucht einfach Danke Merkel Forts auf YouTube. Dann findet man die Boys. Da könnt ihr das aus deren Perspektive sehen. Ja, wie Finn geraged ist. Wie der mad geworden ist. Ja, zu Recht, ne? Das ist einfach unlucky gewesen. Was willst du tun? Witzige Kombi. Ich weiß nicht, ob das provoziert war. Ne? Dieses EMP-Swarm-Gedanke. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist an sich eine sehr kluge Strategie, ne? Gerade im Pro-Player-Bereich. Im Pro-Player-Bereich. EMP gegen den Gegner. Was macht der Gegner? Holt sich einen Gunner. Wo platziert er ihn? Da, wo schon eine Tür ist. Ja, gut. Die ist jetzt leider in dem Fall dann direkt vom Kern. Anderer Teammate holt sich Swarms. EMP. Tür öffnet sich. Swarms da rein. Das ist schon gar nicht mal so bad eigentlich, ne? Und selbst wenn das nicht klappen sollte, du hast dann immer noch eine MP, mit der du Stress machen kannst, holst dir ganz entspannt eine Fabrik oder eine Munitionsfabrik. Und dann machst du halt auf die Schiene Stress und ja, ja, scheiße. Ambo, ich glaube, da wird schwierig werden. Bei dem Kollegen. Habe ich so im Gefühl. Duke kann rausgenommen werden. Hut ab an die beiden Garys, die das Ganze auch nochmal überleben, ey. Ah, gut, der hier vielleicht nicht, weil Ambo einfach nicht löscht, wie immer. Feuerplasma mittlerweile bereit. Ja, tu es. Nein, es wackelt zu sehr. Das wäre hier das Comeback gewesen. Und er war auch noch Eagle Eye, aber das Ding wurde weggesniped. Er hat eh nicht genug Energie gehabt. Er hätte mehr Batterien gebraucht. Aber das wäre es gewesen. Imagine, Leute. Imagine. God damn it. Oh, ich hätte es ihm so gegönnt. Aber das Game ist durch. Meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Das wird sauschwierig werden, für Ambo jetzt noch irgendwie zu retten, ohne Waffen, ohne alles und gegen Nukes und Plasma-Laser-Waffen. Also, das doch jetzt, nix. Warum? Was ist passiert? Ich hab nicht hingeguckt. Hey, Waffelkaninchen, danke dir. Fischer, die als Floßfahrer auf Flussflößen auf Floßflüssen fahren, sind Fischende Floß, Fluss, Fluss, Floßfahrer. Sind Fischende, nicht Fischende, sind Fischende, ja. Danke dir für den Sub, my man. Das hält so ein bisschen das Licht auf. Da muss ich eigentlich schon fast tot. Kreisig nochmal hinterher. Vielleicht noch ein AP-Sniper-Shot oder ein. Nee, das Holz war rechtzeitig fertig gebaut. Aber 7% auf dem Kern. Meine Güte, geht er ab. Das ist wirklich nicht gut gelaufen für Danke Merkel. Das letzte Game hier im Best of Three. Aber sie haben wirklich gut durchgehalten. Oder auch sogar ein Game geholt gegen Eden und Firework. Also sie zeigen nochmal ihre krasse Performance. Und das ist doch was unfassbar Schönes. Oh, schöner Kerndrop. Sehr schöner Kerndrop. Rausgeschält das Ding und bumm. Ja, GG VP an Veterans, die ja das Best of Three davon holen und Danke Merkel kalt dastehen lassen oder auch sehr heiß. Ne? Kaputtes, heißes, geschmolzenes Metall. Ich bedanke mich in diesem Sinne wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch selber viel Spaß für eure Ranked-Spiele und wir werden uns bestimmt mal wieder hören die Tage. Haut da rein. Tschüss.